Ja, vielen Dank und herzlich willkommen. Der eine oder andere hat sich dann doch hier verirrt und wir hatten ja gerade auch schon ein Thema, das sich ein bisschen in der Grauzone wirtschaftlichen Handelns abgespielt hat und einen kleinen Teil davon werde ich dann im zweiten Teil meines Vortrags dann auch noch mit einigen Praxisbeispielen unterlegen können. Ich möchte allerdings kurz damit anfangen, mein Unternehmen vorzustellen, dass ich geschäftsführender Gesellschafter der M&C bin, haben Sie schon gehört, vielleicht auch gelesen hier gerade an der Wand. Die M&C ist eine Unternehmensgruppe, mittelständisch geprägt, Sie sehen es in der Größenordnung, 185 Beschäftigte. Wir sind ein typisches deutsches mittelständisches Unternehmen, das heißt, wir sind in der Nische tätig, der Nische, der Nische, der Nische einer Nische. Das ist auf der einen Seite ein relativ dünnes Brett, auf dem man steht, auf der anderen Seite aber häufig auch ein sehr solides und auch ein recht margenträchtiges. Und insofern ist das eigentlich durchaus auch ein interessantes Aktivitätsfeld. Die deutsche Mess- und Regeltechnik wird eigentlich auch in der Literatur, Zeitung und was immer Sie an Veröffentlichungen so lesen können, so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, was ich nicht wirklich verstehen kann, weil es eigentlich zu den Vorzeigebranchen der deutschen Industrie gehört. Es gibt kaum einen Bereich, in dem wir so wesentliche Beiträge zur Entwicklung von Unternehmen, zu Produktionsstätten liefern, als im Bereich der Mess- und Regelungstechnik. Die M&C ist auch aus diesem Grund heraus 1985 gegründet worden, beschäftigt sich heute mit dem Bereich Aufbereitung, Entnahme und Analyse von Gasen, die in Produktionsprozessen stattfinden. Also wir reden nicht über militärische Anwendungen, sondern über Gase, die in Prozessen eingesetzt werden. Papiertrocknung beispielsweise in der Papierindustrie oder halt eben die während des Produktionsprozesses entstehen. Ein echtes Expertengebiet, insofern auch meine Klassifizierung mit Nische der Nische der Nische. Und es ist nicht wirklich spannend, außer für Insider und ich denke mal, ich erspare Ihnen einfach mal da in die Tiefe zu gehen. Ich habe mir im Vorwege Gedanken darüber gemacht, was ich Ihnen heute mitbringen könnte als Information, weil ich einen ähnlich gelagerten Vortrag schon im Rahmen des letzten Kongresses gehalten habe. Ich habe den damals mit einem Folienvortrag unterstützt und war im Nachhinein darüber nicht so ganz glücklich, weil viele von den Dingen, über die wir sprechen wollen oder die Sie hören wollen und werden, sind doch sehr spezifisch, sind letztendlich sehr, sehr individuell. Man kann sie nicht wirklich normieren und der eigentliche Lerninhalt ist eigentlich nicht wirklich so spannend. Und für mich betrachtet ist eigentlich der unterhaltsame Teil viel interessanter, nämlich zu gucken, was haben andere denn für Sorgen und für Nöte, wie sind sie damit umgegangen, weil am Ende werden sie im Rahmen ihrer Internationalisierung oder des Ausbaus ihrer Internationalisierung, weil ich davon ausgehe, dass die meisten von ihnen international sind, das ist ja heute kaum noch anders denkbar, dass man eigentlich vielleicht nur mal einfach einen Denkanstoß braucht, dass man vielleicht einfach nur mal eine Idee braucht, ein Stichwort braucht, um vielleicht auch mal die eigene Kreativität anzuwerfen und auf diese Art und Weise vielleicht dann doch einen Lösungsansatz für eine Aufgabenstellung zu bekommen. Internationalisierung hat für unser Unternehmen bedeutet, dass wir ab Gründung 1985 als treu deutsches Unternehmen zunächst natürlich den Inlandsmarkt beliefert haben, dass wir uns große Mühe damit gegeben haben, das auch vernünftig zu tun. Das Unternehmen ist dann auf einer Welle der Innovation im Bereich der Mess- und Regelungstechnik dann auch relativ schnell gewachsen. Das also dann irgendwann neben dem Inlandsvertrieb und Auslandsabwicklung dann eben auch der erste Auslandsauftrag, in dem Fall aus den Niederlanden, auf dem Tisch lag und man sich nun Gedanken darüber machen musste, wie geht das jetzt eigentlich im Ausland. Das hat man dann bewältigt und im Laufe der Zeit ist also dann eine, bis damals noch so schön blumig hieß, Exportabteilung entstanden im Unternehmen, die sich dann bemüht hat, das wachsende Auslandsgeschäft und die wachsende Auslandsnachfrage letztendlich zu befriedigen. Und was macht ein kleines Unternehmen, das vielleicht auch nicht unbedingt die organisatorischen Mittel hat, das zudem von 4 technischen Kollegen gegründet worden ist, das heißt Kollegen, die sich vielleicht auch nicht so gut im Bereich Auslandsorganisation oder Aufbau von Auslandsmärkten auskennen. Was tut man da? Es ist ganz einfach, man baut ein Distributorensystem auf, weil das ist billiger und man muss dann auch nur dann was bezahlen, wenn auch wirklich ein Erfolg dagegen steht. Und das ist der Weg, den meine Unternehmensgruppe damals dann auch beschritten hat, zumindest in der damaligen Gründergeneration.
Das war eigentlich auch gemischt erfolgreich, will ich es mal vorsichtig nennen. Das heißt, es waren wie immer bei solchen Kontrakten dann eben auch Kontrakte dazwischen, die letztendlich nicht sehr erfolgreich waren, weder in der Zusammenarbeit noch in den wirtschaftlichen Ergebnissen. Andere waren sehr erfolgreich und ich sage das jetzt einfach mal im Vorgriff, existieren also zum Teil auch heute noch. Aber die ganz überwiegende Erfahrung war eigentlich in der Rückschau, doch eher negativ. Das ist aber damals unbemerkt geblieben, weil man sich über die zuwachsenden Aufträge gefreut hat, über die Beiträge zur Unternehmensentwicklung, die entstanden sind. Und insofern war die M&C-Welt bis eigentlich 2006 ziemlich in Ordnung. 2006 ist dann etwas passiert, da ist der Herr Sommer um die Ecke gekommen, hat das Unternehmen und beziehungsweise die gesamte Unternehmensgruppe erworben. Und wir haben, was man so typischerweise macht, mal erstmal einen Kassensturz gemacht. Das heißt, wir haben also erstmal die Unternehmensverhältnisse ausgeleuchtet. Ich habe mir die Organisationsstrukturen angeguckt. Ich habe mir, das ist ja so der Schwertadel jeder Unternehmung, insbesondere die Bereiche Marketing und Vertrieb, angeschaut und geguckt, wie ist das denn organisiert und funktioniert das denn eigentlich wirklich zufriedenstellend? Und das Ergebnis war nicht so sehr zufriedenstellend. Die Bilanzen waren zwar in Ordnung, also bei einer oberflächlichen Betrachtung konnte man sagen, wieso, läuft doch, alles gut, wir machen Gewinn und gar nicht mal so einen schlechten, alles soweit zufriedenstellend. Aber wenn man ein bisschen am Lack gekratzt hat, dann hat man sehr schnell festgestellt, dass dem eigentlich gar nicht so war. Und wenn man sich dann die damals eigentlich fast ausschließlich im Ausland vorhandenen Distributionsverhältnisse angeschaut hat, hat man festgestellt, dass wir eine ganze Reihe von faulen Eiern im Körper liegen hatten. Distributoren, die, und wir reden, wenn wir über meine Unternehmensgruppe reden, über stark erklärungsbedürftige Produkte, haben natürlich die Neigung, wenn es möglich ist, verschiedene Verträge mit verschiedenen Auftraggebern zu schließen. Und das Produkt oder diejenige Leistung, die letztendlich am meisten Aufwand verursacht, weil sie nämlich verbunden ist mit erklärungsbedürftigen Produkten, ist eigentlich immer die Leistung, die am Ende stiefmütterlich behandelt wird und die irgendwo hinten runterfällt. Weil es muss viel Aufwand betrieben werden, um den Kunden zu überzeugen, es muss viel Aufwand betrieben werden, den Kunden zu pampern und so weiter und so fort. Was macht der arme Distributor? Er geht natürlich betriebswirtschaftlich vor und guckt sich natürlich in der Hauptsache als Arbeitsfokus die Bereiche aus, wo er sein Geld viel einfacher verdient. Und das ist eigentlich genau das, was uns passiert ist. Das heißt, man kann das salopp eigentlich so formulieren, immer dann, wenn es für den Distributor einfacher war, was anderes zu tun, hat er das auch getan. Wir haben im Grunde eigentlich nur dann die Aufträge bekommen, wenn sie im Grunde gar nicht mehr vermeidbar waren, wenn er im Grunde wirklich uns vermitteln musste, weil es halt eben bestimmte technische Lösungen gab, die nur unser Unternehmen angeboten hat oder die durch technisch-juristische und sonstige Notwendigkeiten eben einfach nicht abweisbar waren. Ich habe damals den Entschluss gefasst und habe das also gegen großen Widerstand im Unternehmen durchgesetzt, dass wir über den Zeitraum von 3 Jahren weg alle Distributorenverträge gekündigt haben und auf ein eigenes Vertriebssystem umgestellt haben, sukzessive. Da hat natürlich auch ein bisschen geholfen, dass bei der Kündigung natürlich auch Kündigungsfristen laufen. Das heißt, Sie dürfen sich das jetzt nicht so vorstellen, dass es dann abrupten Cut gegeben hat und wir auf einmal komplett ohne Auslandsgeschäft dagestanden sind, sondern es war natürlich schon noch eine Vertretung für einen gewissen Zeitraum sichergestellt. Und das war nicht genau der Spielraum, den wir hatten, um uns um den Aufbau eines eigenen Außendienstsystems zu kümmern. Ja, was ist dann passiert? Wir haben tatsächlich in den Ländern, ich greife jetzt mal ein bisschen vor, dann nach und nach Mitarbeiter gewinnen können, in der Regel Native Speaker, das heißt Menschen, die aus den jeweiligen Vertriebsländern auch originär stammen, fürs Unternehmen gewonnen. Wir haben also grundsätzlich darauf verzichtet, mit deutschem Personal irgendwo an den Start zu gehen. Das ist immer das schlechtere Ergebnis und immer die schlechtere Wahl. Es gibt immer noch Länder, in denen es auch große Ressentiments gegen Deutsche gibt und auch deutsche Vertretungen, die letztendlich im Staat sind. Also insofern sollte man sich gut überlegen, ob man diesen Gegenwind auch wirklich aushalten kann. Vieles ist besser geworden. Ich sage mal, vor 10 Jahren, 12 Jahren wäre es in Frankreich noch eine große Hürde gewesen, dort als Deutscher Geschäft zu machen. Das ist sehr viel einfacher geworden. Aber es gibt Länder wie Polen zum Beispiel, wo das auch heute noch vergangenheitsbelastete Gegenaktionen gibt. Ja, und wir haben dann eigentlich, und das hat im Nachhinein die Entscheidungsfindung bzw. das erarbeitete Ergebnis dann noch gerechtfertigt, ganz dolle Sachen herausgefunden. Weil wenn man dann irgendwann mal die Kundenverhältnisse übernimmt,
dann lernt man ja auch wieder was. Man hat auf einmal etwas, was man vorher nicht hatte, nämlich direkten Kundenzugang. Man konnte auf einmal direkt mit dem Kunden sprechen über seine Erfahrungen mit dem Produkt und mit dem Handling und der ganzen Abwicklung. Und da sind dann unglaubliche Sachen hochgekommen, wo man gesagt hat, das ist ja wirklich spannend. Und wenn ich jetzt spannend sage, dann meine ich damit durchaus keine positiven Ergebnisse, sondern durch die Bank weg eher negative Ergebnisse. Wir haben von allen Distributorenverträgen ganze 2 behalten, den einen bereits erwähnten in Polen. Das ist ein Distributionsvertrag, der bei uns sehr positiv läuft, wo wir einen sehr guten Distributor haben und wir also auch keine Veranlassung gesehen haben, daran etwas zu ändern. Und der zweite ist letztendlich in Australien und da geht es ganz einfach darum, dass der Markt einfach so klein ist. Es gibt so wenig Industrie in Australien, dass es nicht wirklich möglich wäre, dort einen eigenen Außendienstler satt zu machen. Der verhungert uns unterwegs. Und da haben wir dann gesagt, dann bleiben wir halt eben bei dem Distributor, den wir schon immer hatten und wo es eigentlich auch ganz gut gelaufen ist. Aber wenn ich mal so ein Beispiel bringen darf, wir haben da herausgefunden, dass wir in Belgien mit einem Distributor zusammengearbeitet haben, der uns und unsere Kunden regelrecht beschissen hat, und ich sage das mal einfach auf Deutsch, weil anders kann man es im Grunde gar nicht mehr ausdrücken, und der im Grunde jeden Weg gesucht hat, um in irgendeiner Form einen wirtschaftlichen Vorteil zu generieren. Das fing also damit an, dass er Kundenforderungen an uns gemeldet hat, die der Kunde niemals gestellt hat, was Rabattierung und ähnliche Dinge betrifft. Ne? Das heißt, da wurde dann dauernd gebettelt und ob wir nicht doch noch irgendwo letztendlich einen Projektrabatt gewähren können, weil der Kunde ist ja so kritisch und da muss unbedingt noch was gemacht werden. Und in Unkenntnis der tatsächlichen Marktsituation haben wir das dann natürlich auch getan, gutgläubig, wie wir waren. Und haben dann im Nachhinein dann häufig feststellen müssen, dass es gar nicht notwendig gewesen wäre. Das heißt, wir haben da also eigentlich einen Verlust erlitten, dadurch, dass wir Gewinne nicht gemacht haben. Ein anderes nettes Erlebnis, das wir also mehrfach letztendlich in den Büchern festgestellt haben, war, dass uns Kunden so angelegentlich mal erzählt haben, dass unsere Reparaturpreise ja auch ziemlich heftig wären oder wir auch nicht so fürchterlich kulant waren und wir uns sehr gewundert haben, weil wir also durchaus eigentlich eher genau andersrum aufgestellt sind und durchaus auch bereit sind, dem Kunden gegenüber sehr kulant aufzutreten und also auch was Reparaturen betrifft, auch wenn der Kunde sie letztendlich wirklich verursacht hat durch Fehlbedienung, dann auch schon mal ein Auge zuzudrücken und zu sagen, dann übernehmen wir das im Sinne einer langfristigen Zusammenarbeit. Und wir dann festgestellt haben, dass wir im Innenverhältnis unserem Distributor gegenüber, greife jetzt mal ein Beispiel, einen Kulanzauftrag, Reparatur durchgeführt haben mit Wert von 5.000 D-Mark, war ja noch D-Mark-Zeiten, und das ist beim Kunden nie angekommen. Das ist in Rechnung gestellt worden, ganz schlicht und ergreifend. Das heißt, der Distributor hat gesagt, der liebe Gott hat mir 2 Hände gegeben, also kann ich sie auch beide benutzen, um sie mir voll machen zu lassen. Und Dinge dieser Art haben wir relativ häufig erlebt, so kleine Durchstechereien, so kleine Betrügereien. Und Sie dürfen bitte nicht glauben, dass wir hier jetzt über irgendwelche weiche europäische Staaten reden, irgendwo tief im Osten, die man kaum buchstabieren kann, oder irgendwo im Süden Europas gelegen. Nein, wir reden hier über Belgien, wir reden über Holland, wir reden über Skandinavien, also alles so Ursprungsländer, die man eigentlich nicht wirklich auf der Rolle hat und sagt, das ist aber komisch, das hätte ich da nicht gedacht. Haben wir auch nicht gedacht, aber das war im Nachhinein also wirklich ein absolutes Plädoyer zugunsten eines eigenen Vertriebssystems, das wir unter sehr viel Schmerzen aufgebaut haben und auch mit erheblichen finanziellen Mitteln aufgebaut haben. Und Sie werden sich vorstellen können, dass es nicht so ganz einfach ist. Gute Vertriebsleute wachsen nicht auf dem Baum. Ein Vertriebsmann wird auch nicht ausgebildet. Entweder ist man Vertriebsmann oder man wird es in diesem Leben auch nicht mehr. Die werden geboren. Das ist einfach so. Und wir haben sehr häufig auch über längere Zeit Märkte erstmal, ich will nicht sagen unbetreut gelassen, aber nicht optimiert betreut, weil wir einfach auf den richtigen Vertriebsmann gewartet haben und gesagt haben, wir wollen nicht den Erstbesten, wir stellen lieber den Zweitbesten ein. Und das ist ein Geschäftsprinzip, das wir über die Jahre weg immer wieder befolgt haben und sehr erfolgreich letztendlich auch wirklich durchgesetzt haben, dass wir so lange gewartet haben mit dem Aufschluss eines neuen Landes, bis wir wirklich in der Lage waren, dem Kunden ein angemessenes Angebot in der Betreuungsleistung zu machen, sprich einen guten Mann,
der mit entsprechenden Kenntnissen in den Markt gegangen ist, der mit einem entsprechenden Auftritt in den Markt gegangen ist, der unsere Marke entsprechend vertreten hat im Markt und insofern wir also davon ausgehen konnten, dass wir eigentlich die beste aller Grundlagen gelegt haben für eine positive Geschäftsbeziehung und letztendlich auch für wirtschaftlichen Erfolg, Klammer auf, Klammer zu. So, wir haben natürlich dabei zu kämpfen gehabt mit der Sozialbürokratie, mit der Frage, wie zum Teufel sieht eigentlich ein Arbeitsvertrag in England aus, der völlig anders aussieht als in Deutschland? Wie geht das eigentlich in Italien? Da kommen auf einmal Fragestellungen hoch, an die man im Leben nicht so denkt. Wenn Sie daran nachdenken, zum Beispiel den italienischen Markt für sich zu erschließen und zu sagen, na gut, dann stellen wir jemanden ein. Und da haben wir jetzt auch irgendjemanden gefunden, den wir auch wirklich gerne hätten. Also man wird sich auch einig und alles ist soweit gut vorbereitet. Und jetzt muss der angemeldet werden bei den Behörden. Und dann kriegen Sie Informationen, wie das denn so aussehen könnte. Das kann geschehen, zum Beispiel Ihre Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Sie können sich aber, was ich immer empfehlen würde, an eine lokale bzw. regionale Industrie- und Handelskammer wenden, die Ihnen da sehr genau Auskunft geben kann, welche sozialen Verpflichtungen, vertraglichen Verpflichtungen Sie da erfüllen müssen und wie auch so ein Vertrag aussehen hat. Und dann kommt es auf einmal zu einer Situation, wo Ihnen beim Lesen der Nachfrage von italienischen Ämtern ganz mulmig wird, weil sie den Eindruck gewinnen, eigentlich wollte ich doch nur einen Vertriebsmann da einsetzen. Und die stellen mir Fragen, die eigentlich mehr in Richtung Gründung einer Betriebsstätte gehen, was sie ja gar nicht wollen. Weil sie wollen diese Steuern gar nicht bezahlen, sie wollen die bürokratischen Lasten definitiv nicht übernehmen. Und ich kann Ihnen nur sagen, das italienische Rechtssystem ist wirklich interessant und sehr kurzweilig. Wenn man sich damit mal beschäftigen möchte, wenn man nachts nicht schlafen kann, da kann ich Ihnen nur sagen, arbeiten Sie sich da ein. Sie werden das deutsche Steuerrecht danach wieder lieben lernen. Und man kann also im Grunde eigentlich nur daraus lernen, dass die Fallstricke sehr groß sind. Das hat zum Beispiel organisatorische Rückwirkungen bei uns gehabt, bis in die Unternehmensstruktur. Das heißt, wir haben also neben unsere eigentliche Produktions- und Administrationsgesellschaft, die MNC Tech Group Germany, noch eine Gesellschaft gesetzt, die MNC Services, in der wir alle Auslandsvertriebsmitarbeiter zusammengefasst haben. Die Gesellschaft existiert ausschließlich um die Arbeitsverträge unserer ausländischen Kollegen. Wir haben mittlerweile über ein Dutzend Kollegen in verschiedenen Ländern der Welt arbeiten, außer unseren Tochtergesellschaften, auf die komme ich gleich noch, sodass wir also außer diesen organisatorischen Bündelungseffekten da die Möglichkeit gesehen haben und das ist letztendlich dann auch in Abstimmungsgesprächen mit den Wirtschaftsprüfern dann auch schnell deutlich geworden, dass das die einzige Möglichkeit ist, eine verlässliche Firewall zu bauen, um zum Beispiel Auskunftsersuchen aller Art, die Ihnen von spanischen, von italienischen, französischen Behörden unter Umständen drohen, abzuwenden, indem Sie wirklich sagen, sorry, aber das ist eine Tochtergesellschaft und dann geht es eben nicht weiter. Und alle Auskunftspflichten erschöpfen sich dann an dieser Stelle und Sie sind aus der ganzen Angelegenheit raus. Mehr Aufwand? Ja. Mehr Kosten? Ja. Sicherheitsgewinn? Unendlich. Also insofern haben wir unterwegs gelernt, dass es sehr viel Sinn macht. Wir mussten dann Teil der Kollegen, die wir damals schon auf die Tech Group eingestellt hatten, dann auch wieder in Gesprächen bitten, ihren Arbeitsvertrag nochmal abzugeben und den umschreiben zu lassen. Ich will nicht sagen, dass das Vertrauenskrisen ausgelöst hat, aber Sie müssen schon Mitarbeiter haben, die in Ihrem Betrieb gutes Vertrauen haben, damit die bereit sind, Ihren Vertrag im Grunde aufzuheben und sich dann bei einer Tochtergesellschaft der gleichen Gruppe dann einen neuen Vertrag geben zu lassen. Da muss man also eine Menge Vertrauenswerbung betreiben, was im Einzelfall dann auch nicht so ganz einfach ist. Aber das sind so kleine Korrekturmaßnahmen, an denen man einfach nicht vorbeikommt, wenn Wege eben beim Gehen entstehen und man die Dinge nicht wirklich vorher denken kann. Und das sind so kleinere Hürden, über die Sie immer wieder mal stolpern und die Sie letztendlich wirklich dann auch meistern müssen und Ihren eigenen individuellen Weg dafür finden, um Probleme dieser Art zu lösen. Ich kann nur grundsätzlich sagen, und ich denke mal, dass das für alle von Ihnen in ähnlicher Größenordnung auch gilt, wir machen ungefähr 70-80% unseres Umsatzes von im Moment knapp 38 Millionen Euro, machen wir im Ausland.
Ich glaube, dann brauchen wir nicht mehr darüber nachdenken, wie wichtig es letztendlich ist, diese Systeme aufzubauen, diese Systeme wasserdicht, beschussfest aufzubauen, so aufzubauen, dass die Mitarbeiter glücklich sind, dass sie als Unternehmer noch glücklich sind und sagen können, das ist alles auch noch handhabbar am Ende des Tages. Also ich kann Ihnen sagen, dass Sie mit einem derartigen Vertriebsnetz also durchaus Ihr Human Resource Department also vor ernsthafte Aufgaben stellen und dann eine Menge Abstimmungs- und Rechtsberatungsaufwand notwendig ist, zumindest in der Anfangsphase, weshalb ich auch immer wieder den Satz einflechte und das möchte ich gerne auch hier an dieser Stelle tun, wer im Ausland Geld verdienen möchte, sollte schon mal welches haben. Wenn Sie das Geld nicht schon mitbringen, um in der Lage zu sein, diese Organisationsprozesse durchzustehen, wenn Sie das Geld nicht haben, um sich auch die Rechtsberatung anzutun und das eine oder andere zu finanzieren, vielleicht auch mal eine falsche Entscheidung zu treffen, wenn es um die Besetzung von Auslandsvertriebspositionen geht, dann ist das eine Sache, wo Sie Ihre Kurzatmigkeit dann auch relativ schnell bereuen werden und dann sollten Sie es lieber lassen. Machen Sie lieber weniger, aber machen Sie das, was Sie machen, solide und vernünftig und auf einem vernünftigen organisatorischen Fundament. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die wir bei unserer Internationalisierung letztendlich wirklich erlebt haben und gesagt haben, so muss das sein. Was ansonsten wichtig ist, wir betreiben auch eine ganze Reihe von Tochtergesellschaften im Ausland, teilweise mit bis zu 30 Mitarbeitern, in Amerika zum Beispiel. Ganz andere Rechtssysteme, ganz andere Aufgabenstellungen. Das heißt, Sie werden erleben, dass Ihre Vertriebsleitung nicht nur damit beschäftigt ist, Marktdaten auszuwerten und Marktvorgaben zu machen, Zielgespräche zu führen und, sondern dass da ganz andere Dinge eine Notwendigkeit bekommen. Halten Sie nach Leuten Ausschau, die durchaus auch mit juristischen Fragestellungen einigermaßen vertraut sind oder klarkommen, weil sie ansonsten scheitern werden. Ich würde jetzt ganz gerne, wie liegen wir in der Zeit? Ich würde ganz gerne zur Unterhaltung noch beitragen. Wir haben ja gerade gehört, wie stark wir von Cyberangriffen bedroht sind. Wir werten das in unserem Unternehmen aus. Pro Monat ungefähr 60.000 Angriffe, ungefähr 50 ernsthafte, ungefähr 5 bis 7 sehr ernsthafte, mit denen man sich wirklich auseinandersetzen muss. Nur mal so als Schlaglicht. Aber wer glaubt, dass er sich gut gerüstet hat in der IT, hat da zu kurz gedacht. Es kann Ihnen nämlich das passieren, was uns passiert ist mit unserer Niederlassung in Shanghai. Sie stellen auf einmal fest, dass Ihre Umsätze zurückgehen. Dann sprechen Sie mit dem CEO und sagen, hör mal, was ist denn da los? Und dann erklärt er in Wort- und Blumenreich, dass die Dinge schwieriger geworden sind und die Gesetzgebungsverfahren und bla bla bla. Und im ersten Moment glauben Sie das ja, weil das ist der Mann Ihres Vertrauens. Das geht Ihnen dann so 2, 3 Jahre so und dann haben wir auf einmal eine Anfrage bekommen, für eine technische Ausstattung, die wir ansonsten immer nur für einen einzigen Kunden gebaut haben. Absolutes Spezialteil. Und die Anfrage kam auf einmal aus einer völlig anderen Richtung. Und da stand der zuständige Kollege bei mir im Büro und sagte, hör mal, ich habe da was gesehen, das finde ich ganz komisch. Das kommt nicht über unsere eigene Tochtergesellschaft. Das ist eine Drittanfrage. Ich sage, das ist aber komisch. Warum denn das auf einmal? Und da haben wir angefangen, den Faden der Ariadne mal so ein bisschen aufzuribbeln. Und was am Ende dabei rauskam, ist Folgendes. Wir haben da im eigenen Unternehmen in China eine kriminelle Vereinigung gehabt. Das heißt, da hat sich unser Geschäftsführer vor Ort mit 2 Vertrieblern, mit der Dame aus der Buchhaltung, weil die braucht er unbedingt dazu, und mit der Dame aus dem Bereich Finanzen, das muss in China nämlich streng voneinander getrennt sein, laut Gesetzgebung, verbunden zu einer netten kleinen Arbeitsgemeinschaft. Und was die gemacht haben, ist schlicht und ergreifend, die haben Bestellungen von der Firma ferngehalten und haben dem Kunden gesagt, ja, die Firma hat gerade Schwierigkeiten, die sind nicht lieferfähig, aber wir haben eine andere Quelle. Das ist aber ein bisschen teurer. Das kostet dann vielleicht 10 oder 15% mehr, aber du wirst die Sachen bekommen. Haben eine eigene Firma auf den British Virgin Islands gegründet, die dann offiziell letztendlich dann bei uns auch die Anfragen gestellt hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir hätten das bestimmt mehrere Jahre lang weiter nicht gemerkt, wenn nicht dieser absolute Spezialfall dazwischen gewesen wäre, an dem wir erkennen konnten, dass da irgendwas nicht koscheres läuft. Und wir haben das Ganze mal aufgeribbelt und haben das dann am Ende auch mit Hilfe von 2 spezialisierten chinesischen Anwältinnen, die nichts anderes machen, als solche internen Betrügereien in China glatt zu bügeln, auch für Großkonzerne, haben das letztendlich dann still bereinigt, ohne Rechtsverfolgung, weil das können sie in China vergessen.
Das ist absolut folgenlos und absolut sinnlos, da auch nur 1 Euro Geld reinzustecken. Lassen Sie es sein und gucken Sie lieber hin, was Ihre Mitarbeiter genau machen. Gucken Sie sich an, welche Prozesse da laufen. Gucken Sie sich nicht nur die Umsätze an. Schauen Sie genau auf die Prozesse. Wer darf was machen? Wer darf was unterschreiben? Wer darf was freigeben und ähnliche Dinge? Und wir haben da hinterher fast 2,5 Jahre drunter gelitten. Um das System, wir haben das ganze Büro mehr oder weniger in Shanghai bis auf 2 Personen gekündigt, haben das komplett wieder neu aufbauen müssen mit Leuten unseres Vertrauens. Ich glaube, dass ich heute sagen kann, es sind Leute unseres Vertrauens, ja. Wir gucken aber auch ein bisschen anders hin als vorher, darf ich Ihnen auch sagen. Und dass wir insofern eigentlich den Erfolg gelernt haben, dass Gefährdungen von Unternehmen im Rahmen von Internationalisierung auch von innen heraus stattfinden. Und wir gehen einfach mal für uns davon aus, dass wir ungefähr 1,2 Millionen Euro verloren haben bei der ganzen Angelegenheit. Das hat also durchaus wehgetan, gar keine Frage. Aber es war so schleichend und so raffiniert angelegt, dass es für uns nicht wirklich erkennbar war. Also wenn Sie im Ausland arbeiten und wenn Sie vor allen Dingen mit Satelliten arbeiten, die relativ selbstständig aufgehängt sind, und das ist in vielen kleineren Unternehmen der Fall, weil Sie gar nicht die Möglichkeiten haben, als zu vertrauen diesen Menschen, weil Sie haben die Kontrollinstanzen nicht. Und selbst wenn Sie so wie wir ein übergreifendes ERP-System haben, wir arbeiten auch mit AMS, und in die Bücher reingucken können, das nützt Ihnen nichts, wenn die Kollegen an den Büchern vorbeiarbeiten. Nehmen Sie das einfach mal als Ratschlag mit, dass das, was wir in Deutschland auch als Loyalität oder Rechtsempfinden empfinden, in manchen Ländern wirklich relativ wenig wert ist. Wenig bis gar nichts. Und deswegen bin ich durchaus jemand, das darf ich auch noch so am Schlusssatz noch mal sagen, jemand, der, was chinesische Geschäfte betrifft, eher zurückhaltend ist. Und ich versuche, mein Geld in Ländern zu verdienen, wo wir letztendlich mit diesen Gefahren nichts zu tun haben. Das heißt, man kann eigentlich nur als Fazit daraus ziehen, vergessen Sie Ihre Systeme nicht, vergessen Sie Ihre Kontrollaufgaben nicht. Auch das gehört zur Führung dazu, Kontrollaufgaben wahrzunehmen und ab und zu auch mal eine Stichprobe vielleicht zu machen und mal zu gucken, was passiert denn da, um nicht nur ruhig zu schlafen, sondern auch zu wissen, dass Sie das wirklich können. Vielen Dank fürs Zuhören.